Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. In diesem Video wollen wir uns die Transformation der Standardnormalparabel anschauen. Das klingt etwas kompliziert, meint aber eigentlich nur, wir nehmen eine Standardnormalparabel und schauen uns an, wie man daraus andere Parabeln konstruieren kann. Also, wie komme ich von der Standardnormalparabel auf andere Parabeln? Das soll uns später helfen, Parabeln einfach sehr schnell zeichnen zu können, indem wir einfach nur überlegen, wie sieht die Standardnormalparabel aus und was ist eigentlich mit dieser Parabel passiert, die wir schlussendlich zeichnen möchten. Deswegen fange ich an mit einer Skizze von der Standardnormalparabel. Ihr habt die im anderen Video ja schon bereits gesehen. Sieht einfach so aus. Das ist die Standardnormalparabel. Soll sie darstellen. Also, das ist einfach f von x ist gleich x². Und jetzt möchte ich eine weitere Funktion haben. Und zwar nenne ich die jetzt einfach g von x zur Unterscheidung. Und ich möchte das g von x so haben, dass g von x einfach verstoben ist in y-Richtung. Also g von x liegt in dem Fall über f von x. Und jetzt sagen wir einfach, dieser Abstand hier sei c. Also der Scheitel liegt jetzt bei 0 und 10. Das heißt, wir haben c, die Standardnormalparabel nach oben verschoben. Das kann ich jetzt überprüfen und werde feststellen, dass wenn ich das verschoben habe, dass dieser Abstand c wirklich überall an jedem Punkt eintritt. Das heißt, wenn ich eine Werttabelle aufzeichne, dann steht da für x immer die x-Werte, für f von x die Werte von vorhin und für g von x sind sie immer genau um c höher. Also wir könnten da ganz einfach sagen, ja, x Quadrat plus c. Das heißt, wir sehen, dass einfach dieses Addieren einer Konstante die Funktion nur in y-Richtung verschiebt. Das kennt ihr eigentlich auch von der Geraden schon. Also Addition einer Konstante bewirkt die Verschiebung in y-Richtung. Addition einer Konstante. Verschiebung in y-Richtung. Wenn ich natürlich minus c machen würde, würde sich das Ganze ins Negative verschieben, also ich hätte es nach unten verschoben. So, jetzt haben wir also gesehen, wie man so etwas in x-Richtung verschiebt, in y-Richtung verschiebt und jetzt stellt sich natürlich automatisch die Frage, wie gehe ich vor, wenn ich etwas in x-Richtung verschieben möchte? Also haben wir auch wieder unsere Standardnormalparabel. F von x gleich x². Und ich möchte jetzt einfach eine Funktion, eine Parabel haben, die, sagen wir, den Scheitelpunkt bei 2, 0 hat. Also das soll jetzt 2 sein. Wir möchten also die Parabel eigentlich um zwei Einheiten in x-Richtung nach rechts verschieben. Wir müssen uns genauer überlegen, was es eigentlich bedeutet. Da, wo hier das, was wir bei x2 haben, das soll eigentlich den gleichen Funktionswert haben wie sonst. Also bei x gleich 2 soll eigentlich den Funktionswert haben von, soll f von 0 der Funktionswert sein. Bei x gleich 1, ihr seht, wir gehen um 1 nach links, das wäre also das von f von minus 1. Und bei 0 sind wir um 2 schon nach links gegangen, das wäre also f von minus 2. Und wenn ich bei 3 überlege, 1 nach rechts, wenn ich beim Roten auch 1 nach rechts gehe, dann ist das f von 1. Wenn wir uns das anschauen, dann seht ihr hier schon Sache, hier steht 2, hier steht 0, 1, minus 1, 0, minus 2. Das heißt, wir haben immer eine Reduktion um 2. Wir subtrahieren also immer die 2 von x minus 2 und dann f davon, die Funktionswerte, ausgewertet an der Stelle x minus 2. Das heißt, für uns in dem Fall folgt, g von x ist gleich f, ausgewertet an der Stelle x minus 2. Das ist also eine Verschiebung nach rechts. Durch das Einsetzen von x minus eine Zahl an der Stelle für x
bekomme ich eine Verschiebung nach rechts um genau diese Einheiten hin. Wenn ich x plus eine Zahl mache, dann verschiebt sich nach links. Das müsste man in Aufgaben nach einfach selber versuchen, selber zeichnen und notfalls einfach mal den Term ausmultiplizieren, das alles mal versuchen, mit Wertetabellen hinzubekommen. Aber es ist eigentlich ganz einfach, wenn ich eine Funktion nach rechts verschieben will, also in dem Fall wäre das bei uns, die Funktion wäre x Quadrat gewesen, dann ist für uns g von x, ich muss da, wo x steht, x minus 2 einsetzen, also steht da x minus 2 Quadrat. Ihr könnt die Funktion gerne mal einfach von Hand zeichnen, ihr werdet sehen, das ist wirklich genau um 2 nach rechts verschoben. Das funktioniert alles auch gemeinsam, wir können die Dinge also kombinieren. Versuchen wir den anderen Weg, also sage ich mal, wir haben eine Funktion g von x und die lautet ganz einfach x minus b zum Quadrat plus c. Ich versuche diese zu rekonstruieren. Wir haben die Standardnormalparabel. Die geht natürlich durch 0. So, was passiert? Wir verschieben es nur ein um c nach oben. Machen wir das als erstes. Dann wäre sie also hier. Und wir verschieben sie um b nach rechts. Dann hier wäre b. Dann verschiebe ich jetzt die Rote noch nach rechts. Und das wäre meine g von x. Ganz allgemein gehalten. Man kann das also wirklich ohne Probleme einfach zusammenfassen. Und so kann ich dann, wenn ich eine Funktion sehe, wie jetzt x minus 2 ins Quadrat plus 1, die ganz einfach konstruieren. Ich weiß, ich verschiebe es um 2 nach rechts und um 1 nach oben. Das heißt, der Scheitelpunkt wäre 2 nach rechts, 1 nach oben. Der Scheitelpunkt dieser Punkte unten wäre einfach bei 2, 1. Nun schauen wir uns noch an, was passiert, wenn ich einen Faktor vor die Funktion setze. Also wenn ich sage, g von x ist einfach a, das soll einfach eine Konstante sein, mal f von x rechne. Das wäre also in unserem Fall a mal x². Was passiert dann? Nun, wenn a kleiner ist als 1, aber trotzdem noch größer als 0, dann werden die Werte in der Werttabelle einfach kleiner. Also da, wo von 2 ins Quadrat gibt 4, hätte ich auch einen Vorfaktor von 1/2 dran. 4 mal 1/2 wäre 2. Das heißt, es wird alles immer kleiner. Das heißt, die Funktion wird flacher. Wir sagten, a soll sein größer als 0, aber kleiner als 1. Dann wird die Funktion flacher. Flacher. Wenn ich das a größer als 1, das heißt, der Funktionswert mit einer Zahl multipliziert, der Funktionswert von f von x wird nochmal mit einer Zahl multipliziert, die größer als 1 ist, das heißt, der Funktionswert wird nochmal größer, somit wird die Funktion einfach steiler. Sie wird also im Prinzip enger zusammen, rückt enger zusammen. Was uns als letztes noch angucken wollen ist, was passiert eigentlich, wenn ich negative Vorfaktoren habe. Dazu gucken wir uns einfach ganz schnell mal an, was passiert, wenn ich eine Funktion habe und ich sage einfach g von x ist die negative Funktion f von x. Also das Negative. Alle Werte in der Wertetabelle für f von x werden einfach mit einem Minus versehen. Was bedeutet das für unser Schaubild? Naja, alles wird eigentlich hier einfach umgeklappt in den unteren Bereich des Koordinatensystems. Wir spiegeln also eigentlich an der x-Achse. Das heißt, unsere Funktion, das wäre einfach minus x, wird einfach umgeklappt. Das Ganze, was wir hier alles hatten, kann man alles komplett miteinander kombinieren und so kann man auch recht kompliziert aussehende Parabeln recht einfach zeichnen. Vielen Dank, dass ihr hier reingeschaut habt. Schaut wieder auf der Homepage vorbei. Dankeschön.